Circa 1200 Einwohner sind in dem kleinen Örtchen, in dem wir uns heute befinden. Und Paul Nagler ist der erste Bürgermeister hier. Ich rede von dem Ort Holzgünz. Aber Holzgünz ist nicht nur alleine, sondern es gehört auch noch dazu Schweighausen. Und diese zwei Ortsteile zusammen ergeben Holzgünz-Schweighausen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Inn. Wir befinden uns nun im Garten des Schlosses in Holzgünz und das war eine ehemalige Sommerresidenz von einem Spitalmeister. Heute sind Wohnungen drinne und eine Kirche, wenn man sich mal umdreht. Und zu guter Letzt noch eine Gaststätte. Und ich muss sagen, das ist schon was Besonderes, wenn man in einem Schloss wohnt. Also es gefällt mir sehr gut hier. Wie sind Sie denn dazu gekommen, in einem Schloss zu wohnen? Eigentlich hatte ich Glück. Ich habe eine Wohnung gesucht und durfte hier einziehen. Also es war jetzt reine Glückssache. Ist das was Besonderes auch für Sie? Weil das ist jetzt doch, es ist was. Also ich finde es nicht alltäglich, ich finde es schon was Besonderes. Es ist ein wunderschönes Haus mit ganz toller Atmosphäre. Spukt es denn da drin? Bis jetzt noch nicht. Wer weiß, vielleicht finde ich ihn noch, den Geist. Hallo. Oh, grüß Gott. Hallo. Grüß Sie. Jonas Strobel von Allgäu TV. Was machen Sie denn jetzt? Ich bin die Lydia Herb und fütter meine Pferde. Dürfen wir da mal mitkommen? Ja klar, dürfen Sie. Dann gehe ich Ihnen einfach mal hinterher. Jawohl. Wie viele Pferde haben Sie denn? 3 Stück. Wie heißen die? Der eine heißt Galan, der andere heißt Fuego und der andere Bolero. Alle spanische Pferde. Ah, was ist das dann für eine Rasse? Reine spanische Rasse. Pura Ach, so Rasse heißt Española. Ja. Wow, die sind ja groß. Eieiei. Ei, ei. Wer ist das jetzt? Das ist der Galan, den haben wir gerade erst seit 4 Wochen. Und lässt er sich gut reiten? Sehr gut, sehr gutes Pferd. Und die anderen? Ja, da haben wir noch den Fuego. Den habe ich gerade geritten, da habe ich eine Unterrichtsstunde bekommen. Da ich einen Spanier habe einfliegen lassen, dass er mir hilft, mit spanischen Pferden zu reiten, weil die etwas anders zu reiten sind, ist er jetzt da das ganze Wochenende. Wir haben heute geritten, gestern schon vorgestern. Was ist dann der Unterschied zwischen deutschen Pferden und spanischen Pferden, also vom Reiten her? Also die Grundkenntnisse sind ja immer die gleiche. Aber ein Spanier kennt sich einfach mit den spanischen Pferden ein bisschen mehr aus wie mit dem Warmblut. Das ist eigentlich der Unterschied. Okay, und dann extra aus Spanien einfliegen lassen. Ja, hat mir gefallen und habe gedacht, das mache ich mal. Kommt wieder. Er hat gesagt, es gefällt ihm sehr gut, er kommt wieder. Ja, und ich freue mich auch, ich kann ja Spanisch. Das ist für mich kein Problem. Und könntest du mir auf Spanisch was beibringen? Zum Beispiel, hallo, ich heiße Jonas und wir drehen Allgäu TV Inn. Hola, yo me llamo Jonas y ahora vamos a hacer Allgäu Inn. Okay, das müssen wir jetzt nochmal langsam für mich wiederholen. Hola. Hola, soy. Hola, soy. Dein Name? Hola, soy Jonas. Mama. Y ahora vamos a hacer un video. Yo me hago un video. Con algo y. Con algo y. Paz. Muy bien. Bueno, aprende poco a poco, pero aprende. Lernst ein bisschen. Aber du lernst. Jetzt habe ich gesehen, hier gibt es öfter so Höfe mit Pferden. Warum ausgerechnet in Holzgünz? Ich glaube, weil da viele Bauern waren, die haben aufgehört, so wie wir eigentlich. Und dann haben wir gedacht, das Land verkaufen wir nicht. Und Pferde gefallen uns schon immer, dann haben wir Pferde gekauft. Und das machen viele Menschen hier. Einfache Bauernhof in so einem kleinen Betrieb lohnt sich nicht mehr. Wie lange haben Sie den Bauernhof dann schon aufgegeben? Oh, das ist ganz weit zurück. Oh, bestimmt schon 80 Jahre oder so. Ganz lang her. Also da gab es mich noch gar nicht. Ah, okay, dann ist das von den Eltern dann. Genau, also von meinem Mann. Ich habe da reingeheiratet. Musik.
Hoschmi, das könnte man auch als Allgäuer Mundart bezeichnen und das heißt so viel wie hast du mich verstanden? Doch in diesem Fall bedeutet es einfach nur Holzgünz, Schweighauser, Miteinander, Hoschmi. Und dem Miteinander wurde ein ganzer Stadel gewidmet, der jetzt hier hinter mir steht, der sogenannte Hoschmi-Stadel. Und der Stadel soll eben die Verbundenheit der beiden Ortsteile darstellen und deswegen finden dort diverse Veranstaltungen statt. Ich für meinen Teil probiere es mal zum Jonglieren, vielleicht bucht man mich ja auch mal. Oh, klappt gleich. Man muss ja auch was tun dafür, für die Gesundheit, ne? Mal wieder ein Kneippbecken, ne? Und wo? Im Unterallgäu. So, unter mir hockt jetzt gerade der Anton und wir sind jetzt gerade bei der Familie Lutzenberger und zwar in Schweighausen. Hallo. Genau, und wir haben jetzt gesehen, Sie sind total tierlieb, überall Tiere. Was habt ihr denn hier für Tiere? Also wir haben hier Pferd, nochmal Pferde, dann haben wir Ziegen, ganz besonders stolz bin ich auf meine Schwarzhalsziegen, wallische, genau, Hochlandrinder haben wir, dann haben wir noch Esel, haben wir, Schafe haben wir, Enten, Hühner, Hund, Katze und vielleicht noch ein paar Mäuse. Wie kommt man denn dazu, dass man so viele Tiere hat? Das ist ganz langsam gewachsen. Also wir haben angefangen mit Hühnern und irgendwann Ziege, Schafe und dann ja irgendwie ist dann so die Leidenschaft gewachsen. Für dieses Gehege haben wir uns irgendwann entschieden, weil unsere Landwirtschaft so groß ist, dass wir, meine Mama hat gesagt, da lohnt sich jetzt mehr auf zum Klappen und dann haben wir Hochlandrinder haben wir dann gekauft und die haben wir jetzt schon über 10 Jahre und dann so nach und nach ist unser Zoo gewachsen. Dann haben wir von lieben Menschen haben wir Esel gekriegt, die haben sich davon leider trennen müssen. Also wir sind ein bisschen manchmal so ein Gnadenhof, manchmal manche. Dann die Ziegen, wie gesagt, dann, ich habe mal Wein in der Burg und habe so ganz besondere Schafe gesehen, diese Schwarznasenschafe. Ich gesagt, die will ich unbedingt und da habe ich ein paar. Ich habe auch einige Schafe, die im Gehege sind, selber großgezogen. Also die habe ich als Lämmle gekriegt. Und dann habe ich die mit dem Fläschle großgezogen. Am Anfang im Haus mit Windel als Familienmitglied. Oh, vielleicht gucken wir mal zu denen hin, was aus den Worten ist. Ja, können wir gern machen. Aber der Anton muss kurz aufstehen, weil der steht nämlich auf meinem Fuß. Sonst kommen wir nicht weiter. Anton? 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 Ja, sauber, ja, fein. So, jetzt gehen wir zu den Schafen. Okay, ich gehe einfach mal hinterher. Gehen wir halt ins Gehege rein, oder? Ja, voll gern. Ja, klar. Die sind auch schon ganz neugierig. Ja, ja, ja. Alles kommt. Aber die machen nichts. Ja, hallo. Das ist die Susi. Die Susi. Ja. Das ist meine, die Susi. Den habe ich letztes Jahr großgezogen. Das ist der Konrad. Das ist die Rosa. Nee, Hannelore heißt die. Hannelore. Die pinke Hannelore. Die pinke Hannelore. Und warum ist die jetzt pink? Die hat Verpinkung im Endstadium. Ganz eine schlimme Krankheit. Da hilft nur der Pinkologe. Ah, okay. Und hoffentlich finden wir den irgendwo. Nee, also Quatsch. Das ist so ein Gag von mir. Also die seit 4 Jahren so spray die immer pink an. Ach so. Und ich finde es auch ganz toll. Also es ist jetzt nichts Bedenkliches fürs Tier. Das ist ein Tiermarkierspray und den nehme ich halt bei ihr, brauche ich halt eine ganze Dose. Ja. Der hat was. Also es gibt nicht viele Schafe, die rosa sind. Ja, die ist schon im Kalender gelandet, weil sie so toll ist. Ach echt? Ja, genau. Was, so ein Allgäuer Kalender, genau. Ach, cool. Das ist pinky. Das ist jetzt unser Uwe, das ist ein schottisches Hochlandrind. Genau, der steht jetzt auch schon bei uns 10 Jahre auf dem Hof. Der ist bei uns auf dem Hof geboren. Also wir hatten nur mit 2, also seine Mama, und aber die sind jetzt vor 2 Jahren, so sind sie gestorben, letztes Jahr. Und da waren wir schon sehr traurig und auch er. Das war
Das war für uns eine interessante Erfahrung, wie ein Tier so trauern kann. Mhm. Hat man das dann wirklich gemacht? Wahnsinnig, genau. Also wirklich wahnsinnig, dass wir das wirklich gesputet haben und dann für ihn die Ulrike organisiert hat. Wie gesagt, das ist echt Wahnsinn. Das war für mich faszinierend, dass das Tier wirklich so eine Seele hat und wie der trauert hat und geweint hat und einfach uns gesucht hat und Anschluss gesucht hat, weil er Aloe war. Wie man sieht, geht es dem richtig gut mit der Ulrike. Gut, dem geht's Ulrike. Gut. Oh, jetzt kommt er sogar an, das Servus sagen. War das dir davor bewusst, dass das so gut klappt? Weil es sind jetzt verschiedene Tiere und die scheinen sich eigentlich ganz gut zu verstehen. Also es fasziniert mich selber. Wie gesagt, das haben wir gewusst, es ist halt so nach und nach gewachsen. Es ist einfach irgendein Tier, wie nach und nach dazugekommen. Und es fasziniert mich, dieses Zusammenspiel. Jeder hat so seinen Platz und dass das klappt. Und wie gesagt, manchmal werfen wir das Futter zusammen nach und alle fressen sie friedlich nebeneinander. Und dass das auch im Stall drinnen miteinander klappt, das ist schön und sehr faszinierend für mich zu sehen. Dankeschön schon mal. Bitteschön. So, dann müssen wir gescheit zumachen, weil ich habe euch scharf. Das haut immer ab. Das nutzt das, wollen wir wenn nicht. Die Kette dran ist. So. Und unser Freund kommt wieder. Hallo. So. Ihr habt es nicht wirklich ein Baumhaus. Doch, ist schon so ein Baumhaus. Boah, dürfen wir da mal hoch? Ja, klar. Ist das für Kinder oder? Nee, für die großen Kinder. Für die großen Kinder. Und die wären? Mein Mann und ich und irgendwelche lieben Gäste. So wie ich jetzt? Ja, schauen wir mal. Müssen wir hochgucken. Ja. Voll geil. Sau cool. Hey, da fühlt man sich wieder wie 10. Voll geil. Boah, cool. Und die Kinder wollten das nicht haben oder weswegen habt ihr das in eurem Besitz jetzt genommen? Jetzt, wenn Mama wieder saniert hat und aufgeräumt und gemacht hat, dann wollten es die Kinder schon wieder haben. Aber jetzt dürfen sie nicht mehr hoch. Jetzt muss hier Ordnung gehalten werden. Wie gesagt, da gibt es ja einen Innenbereich und den habe ich schön gestrichen und alles schön eingerichtet. Und wie gesagt, hier draußen, da trinken wir ab und zu Kaffee. Und wenn es richtig heiß ist, dann haben wir hier diesen tollen Schatten von dem Baum. Und das Tolle ist, wir überblicken den kompletten Hof und uns sieht keiner. Ja gut, wenn es so ist, wenn man uns nicht sieht, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend, hocken uns ein bisschen hin, genießen das. Und damit, liebe Zuschauer, sage ich, das war's von einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Inn und bis zum nächsten Mal.